darf jetzt gleich zu Beginn die Geschäftsführung des Klima- und Energiefonds um die Eröffnung bitten. Frau Diplom-Ingenieur Vogel, bitte zuerst um Ihre Worte. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Passt das alles gut? Dann sage ich einmal herzlich willkommen auch im zweiten Teil sozusagen dieses heutigen Speicher-Events. Ich hoffe, Sie haben noch genug Energie gespeichert für diesen Teil. Ich habe den ersten Teil ja sehr intensiv auch verfolgt und ich glaube, es wurde in dieser Marktstatistik durchaus ausgiebig dargestellt, welche Vielfalt von Speicher und Speichersysteme wir momentan haben und welche sich noch sozusagen anbahnen. Strom, Wärme, chemische Speicher, Gebäude, Speicherelemente im System. Also ich glaube, die Palette ist wirklich riesig und trotzdem, für mich ist schon auch herausgekommen, in Sachen System, in Integration, insbesondere in Sachen von Systemintegration stehen wir wirklich erst am Anfang. Und das freut mich sehr, dass wir dann im zweiten Teil unserer Abschlussphase 2 der Speicherinitiative des Klima- und Energiefonds hier vielleicht auch einiges dazu einbringen können, was, glaube ich, die weitere Diskussion anregen kann, aber auch, wie wir gemeinsam den Weg weitergeben. Vielleicht noch ein bisschen Speicherinitiative, das ist von uns ein Vorhaben im Klima- und Energiefonds, das durchaus längerfristiger angedacht ist. Es geht also hier nicht um Quick-Wins oder einzelne punktuelle Berichte, sondern es geht eigentlich um einen langfristigen und begleitenden Prozess zur Speicherthematik in Österreich. Und was für uns auch erfreulich ist, und das war auch im ersten Teil spürbar, beim Thema Speicher, es zeigt sich wieder einmal sehr schön, würde ich sagen, wie auch Forschung und Marktgeschehen ineinandergreifen können und wie man daraus auch für das Energiesystem einen Nutzen schaffen kann, in beide Richtungen quasi. Also einerseits vom Innovationsprozess, wo neue Lösungen in den Markt kommen, aber auch durch die Rückkoppelung, durch das Feedback aus dem Markt wieder ins Forschungsgeschehen. Und ich glaube, die Forschungsaktivitäten in den letzten Jahren waren im Zusammenhang mit Speicher durchaus erfolgreich. Wir haben auch teilweise die Werte gesehen, in der Forschung schaut es ähnlich aus. Und das Ergebnis ist, dass wir heute wirklich in vielen Bereichen über durchaus gut funktionierende Speichertechnologien, aber auch Speichersysteme verfügen. Und einige der Projekte oder der Dinge, die heute vorgestellt wurden, kommen wirklich aus den Innovationsaktivitäten der letzten Jahre. Was wir aber auch sehen, es ist nicht das Ende der Entwicklung, das wir hier mit sozusagen beschließen können, sondern es ist eher so eine Art Zwischen-Milestone. Denn klar ist, dass unser Energiesystem momentan in einer sehr dynamischen Transformation ist. Klimaneutralität 2040 steht als Ziel am Ende. Und da gibt es einfach, und das wurde auch heute präzisiert, es gibt vieles im Marktgeschehen, das zu tun ist, aber es gibt definitiv noch großen Bedarf, auch in vielen F&E-Bereichen von Speichertechnologien, von Systemen und von vor allem der Integration oder viel zitiert wurde heute das Wort der System- oder Netzdienlichkeit, je nachdem, in welchem Bereich wir uns da befinden. Es geht also um neue Technologien, es geht um deren Parameter, wie die Leistung ist, Energiedichte, welchen Zyklus man da fahren kann, aber auch optimiert das zum Thema Ladung, Entladung, wenn wir uns im elektrischen Bereich befinden. Was wir aber auch gesehen haben, ist, da gibt es zum Beispiel wenige Hersteller in Österreich und das ist aus meiner Sicht natürlich auch ein Rückwirken auf das F&E-Geschehen hierzulande. Wir brauchen bei diesen Dingen sicher die Kooperation auch mit den europäischen Partnern und mit den europäischen Formaten. Im Fall der Batterien ist man diesen Weg mit den IPCEIs ja bereits gegangen. Also wir brauchen hier das Zusammenspiel. Wir haben einfach hier in Österreich sehr, sehr wenige Akteure. Und wenn es um das große Ganze geht, um diese Einbettung ins Gesamtsystem, dann wird natürlich auch die Digitalisierung eine Rolle spielen und es wird der regulatorische Rahmen eine Rolle spielen, der auch auf das Forschungsgeschehen rückschließt. Aber da braucht man auch zum Beispiel Definition, wie sieht denn jetzt Systemdienlichkeit aus, um hier aus meiner Sicht zumindest in selektiven Bereichen auch das Innovationsforschung und Entwicklungsgeschehen voranzutreiben, weil sonst gehen die Entwicklungen in alle Richtungen, vielleicht auch in Richtungen, die wir uns nicht so wünschen, nämlich zum Beispiel nur Gewinnmaximierung bei Einzelnen. Ich glaube, mit unseren Forschungsprogrammen und da arbeiten wir ja sehr eng auch mit dem BMK zusammen, können wir schwerpunktmäßig in Österreich einen guten und relevanten Beitrag leisten, ob das in der Energieforschung ist, in der Vorzeigeregion, in den Smart Cities. Und es
wird auch in weiterer Folge so sein, dass wir dort Schwerpunkte verankern. Und ich glaube, wichtig ist hier, dass diese Projekte, die wir da entwickeln, als Leuchttürme durchaus gehandelt werden, gut aufbereitet werden, gut kommuniziert werden. Also wir haben heute in der Phase 2 einiges an Output von der Community, die mit uns hier zusammengearbeitet hat. Ich würde sagen, hierzu gibt es auch gute F&E-Ergebnisse. Sie finden natürlich die Ergebnisse oder Sie finden die Themen, die wir heute gesehen und gehört haben und hören werden, bei uns auch in einigen Programmen wieder, Energieforschungsprogramm oder Vorzeigeregion und Ähnliches. Und wir werden natürlich auch in Zukunft das Thema Speicher in Form von verschiedenen Angeboten bei uns verankern. Wir haben zum Beispiel jetzt einmal das Thema Innovationspartnerschaft angedacht im Bereich der Energieinfrastruktur. Das wird man sich ansehen, wie das und ob das möglich ist. Aber da habe ich heute vieles mitgenommen. Noch einmal ein herzliches Dankeschön auch an alle Beteiligten in der Speicherinitiative. Sie haben hier wirklich wertvollen Input geleistet. Das bringt uns weiter und das macht uns im Klimafonds mit den Aktivitäten einfach in den Programmen schlicht erfolgreich. Also vielen Dank und ich glaube, ich gebe zurück an die Moderation. Vielen Dank, Frau Vogel. Und ich darf jetzt gleich an den Herrn Diplom-Ingenieur Höbert weitergeben und bitte ihn um seine eröffnenden Worte. Bitte. Ja, herzlichen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Konferenz. Meine Kollegin Therese Vogel hat eh schon gesagt, also das wichtige Anliegen des Klima- und Energiefonds ist, dass wir die Forschung zu einem Stand bringen, dass wir sie auch entsprechend dann in den Markt mit Demonstrationsprojekten ausrollen können. Und wir haben die Speicherinitiative 2015, 2016 gestartet. Es sind hier viele Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland beteiligt gewesen in unterschiedlichen Formaten, Workshops, gab Zwischenberichte und heute stehen wir hier an einer Phase, wo wir sagen, es ist einmal sozusagen von dieser Phase her der Endbericht. Das Ziel war, genau festzustellen, wo gibt es weiter Forschungsbedarf. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, welche Forschungsergebnisse sind schon so weit, dass sie marktfähig sind und wir als Klimafonds sie in Demonstrationsprojekten zum Beispiel in den Markt bringen können und entsprechend auch testen können und welche sind bereits so weit, dass wir so in Richtung Markthochlauf bzw. Marktdisseminierung gehen können bzw. das jetzt eh schon seit einiger Zeit tun. Und es freut mich sehr, dass wir gleich im Anschluss sozusagen den Sukkus dieser langjährigen Speicherinitiative präsentieren können. Das sind die 10 Umsetzungsmaßnahmen. Es war uns ganz wichtig, dass das ganz konkret ist, also dass die konkreten Outputs auch umsetzbar sind. Und das ist jetzt gleich eine Einladung an alle, die hier jetzt zuhören. Der Klima- und Energiefonds kann natürlich programmbegleitende Maßnahmen gestalten. Das tun wir auch und das werden wir auch weiter im Bereich der Speicher tun. Aber zur Umsetzung der gesamten Speicher-Thematik brauchen wir einfach auch die Mitarbeit der gesamten Community. Also insofern eine Einladung hier, wenn sich jemand angesprochen fühlt, hier auch aktiv teilzunehmen. Wir vom Klimafonds haben ja in den letzten Jahren schon einiges an Speichern in den Markt gebracht. Ich verweise da auf der einen Seite bei den Klima- und Energiemodellregionen haben wir als Maßnahme Speicher. Dann fahre ich nur fort, also die Programme, wo wir bereits Speicher in den Markt gebracht haben, waren auf der einen Seite jetzt im Bereich der Wärme bei den großen Solarthermieanlagen, wo wir die ersten großen Projekte in Österreich umgesetzt haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jetzt Speicher in Richtung Elektrizität oder in Richtung Wärme bei den Klima- und Energiemodellregionen, aber natürlich auch, und da haben wir ein eigenes Programm entwickelt und das war im ersten Teil ja auch schon sehr viel davon die Rede, die Bauteilaktivierung, wo wir uns die Frage gestellt haben, die Technologie ist da, die Wirkung ist eine sehr große. Die Kolleginnen und Kollegen im ersten Teil haben auch gehighlightet, dass wir bei der Sanierung bzw. bei den Gebäuden ja ein Riesenthema in der Zukunft haben und wir haben
in einer kurzen Studie uns angeschaut, woran liegt es eigentlich, dass diese Technologie noch nicht dementsprechend eingesetzt wird. Sind da auf den Sukkus gekommen, die Technologie muss in der Planung, muss bereits bei den Ingenieurbüros aufschlagen, vorgeschlagen werden, weil im Nachhinein einbauen ist sehr, sehr kompliziert und haben dementsprechend jetzt genau diese Planungsleistung ausgeschrieben. Ich sage jetzt einmal, das Verhalten des Marktes ist noch etwas gebremst oder verhalten. Wir werden uns weitere Disseminierungsmaßnahmen einfallen lassen, aber Ziel ist auf jeden Fall, die Bauteilaktivierung in Österreich wesentlich breiter auszurollen. Und damit bin ich schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Es ist das Ziel gefallen, Klimaneutralität bis 2040. Uns vom Klimafonds ist die Geschwindigkeit ein großes Anliegen. Das heißt, rasch von der Forschung auf den Punkt kommen, testen, aber dann auch in den Markt ausrollen mit entsprechenden Methoden. Und da haben wir gesehen und die Daten zeigen eindeutig, da braucht es einfach Förderungen für die Markteinführung von Speichern. Und wir haben da nicht mehr allzu lange Zeit. Das heißt, darum ist es uns sehr, sehr wichtig, dass die Forschungsergebnisse rasch ausprobiert werden und rasch ausgerollt werden. Und ich glaube, das, was uns gelungen ist, ist mit der Speicherinitiative wirklich eine Plattform zu bilden, quer durch die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis in den Markt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Mitwirkenden. Ich glaube, das Ergebnis lässt sich wirklich sehen. Wir werden die Speicherinitiative fortführen und werden auch aus der heutigen Konferenz die entsprechenden Anregungen aufnehmen und auch in der Zukunft dann weiter einerseits in Programme, andererseits in andere Initiativen gießen. Ja, und in diesem Sinne herzlichen Dank und ich gebe zurück an die Moderatorin. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hübert. Und vielen Dank, Frau Vogel, auch nochmal für die schöne Eröffnung.